Hallo und herzlich willkommen bei Radio VHR. Heute mal eine ganz neue Marke von Interview unter dem Motto Die Schöne und das Biest. Oh. Herzlich willkommen, Anne Berger. Wer bin ich dann? Die Schöne habe ich ganz bewusst gesagt. Die Schöne. Und das Biest bin ich dann in dem Fall, obwohl so schlimm bin ich ja auch nicht. Eine Hamburgerin bei Radio VHR. Ja, hallo. Wie kommt man aus dem trockenen Norden in diese Musiklandschaft rein? In den Schlager? Ja, in Schlager zum Beispiel. Ich habe schon immer viel Deutsch auch gesungen, auch während der Ausbildungszeit. Ich habe eine dreijährige Musical-Ausbildung gemacht und da war immer mal wieder deutsche Musik dabei. Immer wieder mal? Ja, immer mal wieder. Also man hat natürlich alles Mögliche probiert, Musical, auch viel englische Sachen. Ja. Aber bei Oma zum Beispiel zu Hause läuft natürlich immer schon Schlager. Also ich bin damit auch so ein bisschen groß geworden. Und ja, ich habe früher auch selber Texte mal geschrieben. Die waren auch meistens immer auf Deutsch. Und irgendwie, ich finde, auf Deutsch kann man sich besser ausdrücken einfach. Und Schlager ist ja inzwischen auch so vielfältig geworden. Kann man davon ausgehen, dass es irgendwann vielleicht auch mal ein Album geben wird, wo auch von dir einige Texte dabei sein könnten? Ja, sehr gerne sogar. Also ich weiß ja nicht, wie viele Alben dann auch kommen. Ich hoffe, da kommen noch welche. Es ist ja erst das allererste. Aber für die Zukunft wünsche ich mir das wirklich, dass ich mal auch mich wieder hinsetze und mal Texte schreibe und das, was ich gerade denke und fühle. Ja, im Grunde bist du ja schon auf einem guten Weg. Um beim Silbereisen in der Sendung reinzukommen, ist ja nicht unbedingt der schlechteste Anfang, den man sich wünschen könnte. Da haben es andere nicht ganz so einfach gehabt, ne? Ja, das war wirklich eine Wahnsinnsüberraschung und inzwischen ja auch schon das zweite Mal dort gewesen. Mhm. Ich hoffe, ein drittes Mal kommt auch noch dazu. Boah, das kenne ich jemanden, der sich wahrscheinlich schon darum kümmert. Ja? Ja, ja. Du bist schon als Kind im Grunde genommen auf der Bühne, in Anführungszeichen, jetzt gewesen. Da hast du schon Sprechrollen gehabt für TV-Werbung. Für welches Spots waren das zum Beispiel? Eine sehr bekannte, oder damals lief die wirklich rauf und runter, das war HSC, eine HSC-Werbung. Das war so eine Werbung mit so einem kleinen Mädchen, mit ganz vielen Kuscheltieren und einem Cäsarhund, also einem Westi. Wann war das? Oh, das ist bestimmt schon 16, 17 Jahre her. Und da habe ich am Ende diesen bekannten Satz gesagt, HSC für alle! Okay, aber gut. Das heißt, du warst ja schon früh gewohnt, irgendwo ein bisschen im Rampenlicht zu stehen. Jetzt kam natürlich der große Schritt, wie du gerade schon gesagt hast, auf der Stage School, wo du warst. Da bist du dann angefangen, dich mit der Musik auseinanderzusetzen, auch mit Tanz dabei. Ja. Weil ich habe ja die Sendung von Flo habe ich ja gesehen. Genau, und der zweite Auftritt war ja so mit so ein bisschen Tanz. Richtig, das erste Mal. Mhm. Mit Tanz, also es ist auch eine Tanzausbildung, Schauspiel, Gesang und Tanz. Ja. Und ja, Tanz habe ich wirklich erst an der Schule gelernt. Also ich bin mit null Erfahrungen reingegangen. Klar, immer so für mich selber oder ja, mal in der Disco, aber noch nie richtig. Also dort habe ich Ballett gelernt, Jazz, Steppen sogar. Oh. Ja. Aber da muss man doch sehr gut bei Puste sein, weil singen und tanzen ist ja schon mal etwas schwieriger. Das stimmt. Das muss man wirklich üben und das muss man am besten immer proben und immer wirklich mit laut mitsingen, damit man die Kondition auch bekommt. Ja, also ich brauche damit nicht anzufangen. Weil meine Kondition, gut, das Training ist natürlich schon hartes Training, was ich habe, zwischen zwei Bildschirmen an meinem Schreibtisch hin und her. Also okay. Ist natürlich schon marathonmäßig, ne? Danach hast du ja mal eine ganze Zeit lang auch als Helene Fischer-Double warst du mal unterwegs. Da soll es ja sogar Abmahnung gegeben haben. Ja, einmal kam da was. Ja. Einfach, weil du zu gut warst? Oder weil es das Management von der Uwe Kantak eventuell was dagegen hatte? Das war so, dass ein Veranstalter auf dem Plakat einfach das Double zu klein geschrieben hatte und so kam das. Also ich habe das ist auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja. Ich hatte nicht direkt damit zu tun. Okay. Ja, das war wirklich blöder Fehler, das Geschick. Ja gut, aber er hat ja drauf gehabt mit Double. Aber zu klein natürlich.
da hast du aber trotzdem deine Erfahrung auf der Bühne sammeln können, ne? Ja, total. Also ich habe parallel schon während der Ausbildungszeit damit angefangen, im letzten Jahr. Und das waren so mit meine ersten Bühnenerfahrungen, die ich sammeln durfte. Und ich bin sehr dankbar darüber. Also wirklich, ich war jedes Wochenende unterwegs, teilweise 3-4 Mal am Tag. Ehrlich? Hab wirklich viele Bühnen sehen dürfen, echt viele Menschen kennenlernen dürfen. Und ich habe einfach das gemacht, was ich liebe. Und das ist einfach auf der Bühne zu stehen und zu singen und Covermusik zu machen. Ich habe ja auch schon früher in einer Band Covermusik gesungen. Das habe ich auch. Ja? Aber weniger gesungen. Ich habe dann eher mit dem Instrument da hinten was gemacht. Ah, sehr schön. Durch diese ganze Geschichte bist du da mit dem deutschen Schlager immer mehr in Berührung gekommen. Genau, ja. Halt, Helene Fischer hat zu dem Zeitpunkt damals noch kein Englisch gesungen. Jetzt machst du es ja hier und da schon mal. Wobei ich das finde nicht mal so schlecht ist. Hilft dir es heute, auch in deinen Bewegungen, die du auf der Bühne hast, oder auch Umgang mit Kamera, oder ist das dann einfacher dadurch geworden, dass du diese Angst verloren hast? Also mit Kameras ist es immer noch ein bisschen schwierig, weil Kameras ist wirklich noch neu für mich. Also so der erste TV-Auftritt. Aber die beißt aber nicht. Ja. Aber so bei dem ersten TV-Auftritt war es auch sehr aufregend, weil das waren ja wirklich irgendwie 5, 6, 7 Kameras. Ja. Das war schon aufregend. Aber so die Bühnenerfahrung an sich, dieses Bewegen und vor allem mit dem Publikum zu sprechen, weil ich erinnere mich noch an meinen ersten Auftritt. Hallo, ich bin Anni Perka, ich bin 22 Jahre alt und ich singe jetzt. Also das war wirklich so ein bisschen runtergerattert und total aufgeregt. Ich habe mir dann immer Notizen gemacht, was ich sagen möchte. Und jetzt kommt es natürlich flüssiger und man kann besser mit den Leuten agieren, auch spontan mal und so. Wie viele TV-Auftritte hast du jetzt schon hinter dir? 3. 3 waren das jetzt. Florian war 2-mal. Genau. Wo war der 3? Und beim Ross Anthony war ich einmal. Beim Ross. Genau. Hallo Ross, herzliche Grüße. Stimmt, da haben wir, glaube ich, sogar das Thema, hatten wir, glaube ich, sogar im Interview auch irgendwie. Ja? Hey, ah, der war ja der letzte Woche hier, ne? Der war letzte Woche hier. Das Interview werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ah, super. Musst du mal anschauen. Also im Grunde sehr albernes Interview. Ich wollte ja auch schneiden. Okay. Aber ich bekam Befehl vom Ross, es wird nicht geschnitten. Ach. Wir sind halt verrückt, dann bleibt das auch so. Ach ja, cool. Aber das finde ich gut. Schon im letzten Jahr habt ihr einen Anfang gemacht mit Tanz auf dem Vulkan. Da wurde es mal kurzzeitig gestoppt. Aus diversen Gründen, die auch nicht jeder nachvollziehen muss. Aber dann kam der Tanz auf dem Vulkan jetzt nochmal wieder ins Rennen rein. Genau. Und ist ja Airplay-mäßig nicht unbedingt schlecht unterwegs. Ich weiß zwar den Stand von heute nicht. Nee, den weiß ich auch nicht. Könnten wir nachher mal nachgucken, nach dem Interview. Aber ich weiß, dass er drin ist. Das weiß ich. Wie gehst du auch damit zum Beispiel um, dass du es weißt, dann Tanz auf dem Vulkan, der wird jetzt bei den diversen Sendern halt rauf und runter gespielt. Ja, es freut mich natürlich sehr, auch dass mehrmals, also dass er mehrmals auch gespielt wird. Ich freue mich jedes Mal, also ich kriege das immer durch Facebook auch mit oder auch durch Post. Ich habe mal Post bekommen und dann stand da so, ja, ich bin erst auf dich aufmerksam geworden, weil ich deinen Titel im Radio gehört habe. Solche Geschichten gibt's auch. Oder du läufst gerade oder dann kriege ich auf Facebook Nachricht, ja, ich höre dich gerade. Hauptsache echt bei Radio VR. Ja, genau. Ich glaube, wir sind auch schon seit letztes Jahr irgendwann befreundet auf Facebook, glaube ich. Okay. Irgendwie, ja, wir sind ganz, ganz dicke Kumpels, verlinkt. Um Gottes Willen. Wir sehen uns jeden Tag, zumindest hören. Du hast jetzt ein neues Album rausgebracht. Ja. Oder was? Das erste. Erst, das kommt ja erst am 19. jetzt. Genau, am Freitag. Am Freitag ist drin. Wir haben es sogar hier. Ja. Das ist das Album. Nur als Tipp für euch. Irgendwann ab jetzt stellen wir auch noch mal eine Gewinnspielfrage hierzu. Handsigniert von Anni. Gibt es dann insgesamt 3 CDs zu gewinnen? Das noch nicht, aber da kommt noch eine Unterschrift drauf. Das ist doch ohne Unterschrift. Genau. Aber wir arbeiten noch dran. Ja. Im Grunde hast du ja in dem Album alles drin. Sag mal, jede Facette. Du bist beim Schlager, du bist bei Balladen dabei. Du hast richtig frischen Dance-Pop dabei. War das deine Idee, das so zu haben? Oder hast du eher auf andere mitgehört, die dir gesagt haben, mach mal so, mach mal so? Was war das? Ja, wir sind ja ehrlich gesagt, dadurch, dass es das allererste Album ja auch so ein bisschen auf Findungsphase, wohin führt die Reise oder wo fühle ich mich wohl oder was passt zu mir vor allem? Und wir wollten auch tatsächlich so ein bisschen, ja, so eine gute Anni-Mischung finden von allem, was dabei. Ja. Man hört ja auch bei Tanz auf dem Vulkan so ein bisschen 80er-Feeling auch.
Was ich auch total gerne mag, also 80er, die 80er Musik ist ja wirklich, kennt man heute noch, läuft rauf und runter. Was ist denn das Annie-Feeling? Das Annie-Feeling? Ja. Ja, das Album heißt Lass uns träumen. Also es ist viel Träumerei. Also auch, dass ich mit dem Zuhörer ein bisschen träumen möchte gemeinsam, mhm, aber auch Spaß haben möchte und tanzen möchte, weil da gibt es ja doch ein paar flottere Nummern auch. Und wo fühlst du dich wohler? Wohler? Das ist eine schwierige Frage, weil ich fühle mich mit wirklich allem wohl. Also es kommt drauf an, für live ist natürlich so die flotteren Sachen schon immer besser. Aber ich singe auch, ehrlich gesagt, sehr gerne Balladen, weil ich mag das total, dieses sich einfühlen in die Situation. Und dann, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Schauspielbereich und dass man so ein bisschen mit den Emotionen spielen kann. Und ja, das mag ich schon. Du musst ja auch viel träumen, weil in Hamburg hat man ein schlechtes Wetter. Da träumt man schon mal vom Süden, von dem guten Wetter, was wir halt haben. Ne? Ja. Also fühlst du dich im Balladen im Grunde genauso wohl, obwohl, ich muss persönlich sagen, ich finde für dich das Schnellere, finde ich für dich besser. Mhm. Ich glaube auch, soweit ich dich jetzt so ein bisschen kenne, es passt vielleicht auch besser zu dir, auch zu deinen Auftritten, die ich jetzt gesehen habe. Mhm. Das ist das Schnellere. Vielleicht eher das Annie-Feeling ist. Ja. Gut, Balladen kann man immer mal singen. Vor allem die Balladenzeit ist ja auch eher, jetzt vielleicht noch ein bisschen, aber normalerweise so November, Dezember. Ja, eben. Und jetzt ist ja schon wieder Party angesagt. Welche Erwartungshaltung hast du eigentlich mit deinem Album? Was wäre ein Ziel, wo du sagst, wenn ich das erreiche, dann umarme ich die ganze Welt? Ja, wenn ich dann wirklich mit den Songs, alle Songs, die hier drauf sind, mit denen auf der Bühne stehe und nur meine Musik singen darf und dann vielleicht auch von dem einen oder anderen Musiker noch begleitet werde, das wäre schon so ein Traum noch. Ist kein schlechter Traum. Vor allen Dingen, ich stelle mir das gerade mal vor, ohne Tänzerin einfach nur ein Gitarrist dabei, vielleicht noch ein Keyboard dabei. Ja, man muss ja auch klein anfangen. Also ich bin ja auch erst am Anfang. Also das sind alles noch Träumereien. Aber so eine kleine Besetzung für den Anfang wäre schon echt... Ja gut, aber du hast ja schon jetzt einen erfolgreichen Weg eingeschlagen. Hat man gerade schon mal drüber gesprochen. Am Anfang direkt schon zweimal beim Flo. Mhm. Dann jetzt noch beim Ross Anthony, auch noch in dieser verrückten Sendung im MDR. Ross, Entschuldigung. Das ist ja schon am Anfang der einen auch Mut macht, oder nicht? Ja, total. Also, dass es dann so direkt losgeht, damit hätte ich auch niemals gerechnet. Und das ich hoffe natürlich auf mehr. Oder das macht natürlich so Mut, dass es so weitergehen könnte. Und das Jahr ist ja auch noch lang und ich hoffe, da kommen uns einige Auftritte dazu. Ja, gut. IWS fängt ja wieder im Mai an. Mhm, stimmt. Wäre ja eine Plattform zum Beispiel. Stefan? Mhm. Ne? Nur mal, wenn du mal schauen solltest. Ja, anrufen. Ich könnte ja auch die Handynummer weitergeben. Oder so. Aber natürlich nicht. An dieser Stelle mal ganz kurz das Gewinnspiel. Wir haben mal irgendwann in dem Interview darüber gesprochen, wo die Annie herkommt. Die Gewinnspielfrage ist im Grunde ganz einfach. In welcher Stadt ist die Annie geboren? Und wir verlosen dazu 3 handsignierte CDs. Tada. Und die kommt erst am Freitag raus. Das heißt, wenn wir das Interview heute starten, dann beenden wir das am Freitag. Das heißt, ihr braucht es dann nicht zu kaufen, die Gewinner zumindest nicht. Ihr könntet sie auch schon am Samstag bei euch im Briefkasten haben. Also macht mit. Genau. 3 handsignierte CDs. Lasst uns träumen. Träumt ihr von dem Album, was ihr gewinnen könntet. Und dann schauen wir mal. Jetzt kommen wir mal zu den etwas privateren Fragen. Okay. Jetzt wird's intim. Hui. Berge oder Meer? Da kann ich mich wirklich nicht entscheiden. Ich bin ein Sommertyp, also ich liebe das Meer und die Sonne. Also ich kann mich auch wirklich hinlegen an den Strand und nichts machen. Ich bin dann wirklich so, dass ich total entspanne. Ja? Du auch. Ja. Aber Berge, ich habe das irgendwie auch im Blut, weil ich fahre Ski, seitdem ich 3 Jahre alt bin. Und jedes Jahr auch immer aufs Neue und ich liebe die Berge auch. Also wo geht es dann meistens hin? Zum Skifahren? In Hamburg ist ja ein bisschen schlecht zum Skifahren. Ja, Österreich oder Italien waren wir, also Südtirol waren wir bisher immer. Also oben Richtung Katzenruder Spassen, wollte ich gerade sagen. Val Gardena heißt das, also Gröden. Gröden kenne ich, klar. Ja, Gröden. Weil das ist immer die Abfahrt. Ja, Brixental, da so noch ein bisschen weiter. Ja, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Hotel oder Camping? Hotel. Eine deutliche Antwort. Schnelle Antwort. Sport oder Couch? Sport. Da bin ich raus.
Die Frage stimmt jetzt nicht ganz. Fußball oder Golf? Singen. Okay, ist eine Alternative. Stefan Raab oder Mario Barth? Inwiefern? Wer lustiger ist oder... Welchen magst du von beiden als Typen oder auch als Sendung? Oder eine gibt es ja nicht gut, mehr? Ja, Mario Barth hätte ich noch Chancen, aber Stefan Raab, da komme ich leider nicht mehr in die Sendung. Wäre das eine Plattform für dich gewesen, Stefan Raab? Ja, da muss man, glaube ich, stark sein, weil der doch schon mit einigen Gesprächen kommen würde vielleicht. Aber doch hätte ich auf jeden Fall Lust, weil ich habe das immer verfolgt und das wäre schon lustig gewesen. Metallica oder Rosenstolz? Dann schon eher Rosenstolz, ja. Danke. Bier oder Champagner? Ja, eigentlich nichts von beiden, aber wenn ich auswählen würde, dann Champagner auf jeden Fall. Ehrlich? Ich mag kein Bier, nee. Bier bei dem anderen. Das ist eine Männersache, Bier, finde ich. Naja. Ja, oder Beck's Green Lemon, so, dann würde ich das nehmen. Also Champagner schmeckt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist mir aber jeder andere normale Sekt lieber. Okay. Ich trinke eh nicht so viel Alkohol, von daher. Nee, das ist bei mir genauso. Ich trinke mal ganz gerne ein Glas, auch mal vielleicht abends, wo wir zum Runterkommen, einfach mal einen richtig guten Whisky. Ha, so wie mein Papa. Einfach nur so zum Runterkommen. Das ist auch nur eins so ein bisschen. Nur einfach zum Genuss hinsetzen, durchpusten. Ja, ist ja bei vielen der Rotwein, ne? So. Der Rotwein oder ein Cognac oder wie auch immer, ne? Aber ich rauche keine Zigarre dabei, nein. Currywurst, Pommes, Mayo oder Hummer? Oh, Currywurst. Hummer? Nee. Wäre auch nichts für mich. Für euch nochmal der Hinweis, das Album von Anni kommt jetzt definitiv am kommenden Freitag, 19.02. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Mediamarkt, Saturn, wie sie alle heißen, stürmen würdet. Bis auf die drei, die halt die CD bei uns gewinnen könnt. Da ist sie. Anni wieder lebt und lebt. Da sind insgesamt, wo ich erstmal gucken, inklusive 14, Bonus, 14 Titel. 14 Titel. Wer ist der letzte? Spiegelkreide. Liebe, Liebe gibt und nimmt. Das ist der Bonustitel noch oben drauf. Also denk dran, Freitag, wir drücken dir die Daumen. Ja, vielen Dank. Airplay-mäßig kann ich ruhig sagen, wenn wir den Titel Tanz auf dem Vulkan weiter unterstützen. Super. Ob es so weiter oben geht, würde mich freuen. Und wenn du mal wieder in der Ecke bist? Ja, sehr gerne. Und bald, oder eigentlich habt ihr ja jetzt bald noch eine ganze Palette voll mit Songs, die ihr spielen könnt. Ich würde mich sehr freuen. Da muss ich dich leider korrigieren, weil wir haben schon sämtliche Songs bei uns in der Rotation drin. Von dem Album? Das ganze Album ist bei uns in der Rotation drin und der Hörer kann entscheiden, welchen Song er hören möchte. Ah, okay. Bis auf Tanz auf dem Vulkan, weil den haben wir im Powerplay. Der hat immer Vorfahrt. Kann ich auch anrufen? Nein, wir haben eine Webseite, die heißt wunschbox.radio-vr.de. Und da kann ich hinschreiben? Nein, da kannst du deinen Namen suchen. Ah, okay. Dann hast du alle Songs von dir drinstehen. Und drückst dann auf, den möchte ich jetzt haben. Zeig ich dir gleich an deinem Handy mal, wie es geht. Ja, witzig. Okay. Und dann kannst du den Song aussuchen. Okay. Und sollte innerhalb der letzten 5 Stunden der Song nicht gespielt worden sein, dann geht der Wunsch auch durch. Okay. Na, das mache ich jetzt. Okay. Das heißt... Wir müssen jetzt weg, wir müssen jetzt das Handy ausprobieren. Ja. Dankeschön, dass du jetzt heute hier warst. Ich weiß, ihr habt noch 2,5 Stunden Autofahrt vor euch. Ja, aber ich habe zu danken. Ihr müsst doch zum Harry Blacher. Liebe Grüße an Bayern Plus. Richtig aus. Und wir freuen uns darauf, wenn du mal wieder hier vorbeispringst. Mit oder ohne deinem Begleiter, dem lieben, netten Radiopromoter, dem Eddie. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und euch viel, viel Glück jetzt. Mal schauen, wer es gewinnt. Dankeschön und tschüss. Ciao.